Ja, vielen Dank, liebe Ursula, und ganz herzlich willkommen zu unserer Session hier Knowledge as a Service. Sven Schöner und ich möchten Ihnen gerne heute vorstellen, wie Sie zufriedene Kunden durch intelligentes Wissensmanagement bekommen. Und genau darum geht es in unserer Session. Und deshalb starten wir eigentlich mal mit der Kernfrage der Erwartungshaltung. Was erwarten Kunden heutzutage von uns? Sven, wenn du kurz die Folie klicken könntest. Die Erwartungshaltung der Kunden ist im Grunde genommen ja, dass sie vom Hersteller erwarten, dass der Techniker, wenn er denn ein Problem hat, der Kunde, dass der Techniker das Problem auch sofort erkennt, eigentlich schon kennt, bevor er vor Ort ist und dieses auch sofort beheben kann, also wirklich in der Lage ist, das Problem zu beheben. Und wir wollen einfach jetzt mal mit Ihnen gemeinsam da drauf schauen und uns immer wieder die Frage vor Augen halten, sind die Serviceorganisationen heute schon optimal darauf vorbereitet? Was sind denn die drei Erwartungshaltungen, die wir sehr häufig finden, gerade im Service? Da haben wir zum einen natürlich die sofortige Fallbearbeitung. Die Kunden erwarten von einem guten Kundenservice, dass die Fälle, die eintreten, sofort und zügig bearbeitet werden können. Die Kunden warten auch, dass der Service immer verfügbar ist. Das heißt natürlich einmal über Personen, über direkten Kontakt, über Hotline verfügbar, dass es aber auch KI-basierte Technologien gibt, die den Service verfügbar machen im Sinne eines Self-Service, im Sinne einer Chat-Unterstützung und so weiter. Also man erwartet eigentlich einen Omnichannel-Service über alle Kanäle Serviceverfügbarkeit. Und der dritte Punkt, und der ist ganz wichtig, ist natürlich auch, dass man erwartet, dass der Ansprechpartner, das Gegenüber, auf dem aktuellsten Stand ist, wenn es eben um das Wissen im Service, um das Lösungswissen geht. Und deshalb entscheidet guter Kundenservice über den Erfolg der Kundenbeziehung und dort entscheidet insbesondere das Lösungswissen. Und das behaupten nicht nur wir, also mein Kollege Sven Schöner und ich von der Empolis, sondern da haben wir uns auch mal ein Zitat eines besonders bekannten Fürsprechers entlehnt, nämlich Barack Obama hat das gesagt: We now live in a world where the most valuable skill you can sell is knowledge. Da steht zwar noch ist, aber das ist ein Druckfehler. Also wo das Wissen ist eigentlich der wichtigste Skill und man kann mittlerweile für Wissen auch tatsächlich einen Wert erkennen, wenn es darum geht, die Kundenbeziehung stabil zu halten, aber auch wenn es darum geht, aus Wissen Kapital zu schlagen, wie man so schön sagt, nämlich neue Geschäftsmodelle durch den Verkauf von Wissen im Service zu betreiben. Wie das jetzt geht mit einer Plattform, möchten wir Ihnen gerne natürlich jetzt kurz zeigen. Der Sven und ich, wir haben aber auch ein kleines interaktives Element mit Ihnen vorbereitet und das starten wir jetzt mal. Dazu gehen Sie bitte auf menti.com. Sie können das auch hier scannen und Sven, ich übergebe an dich. Du kannst das mal kurz durchnavigieren, weil wir haben eigentlich vier einfache Fragen in drei Segmenten und die erste sehen Sie jetzt hier. Also ich lasse Ihnen mal ganz kurz Zeit, auf menti.com zu gehen und diesen Code einzugeben. Der Code ist 9995238. Das war jetzt nicht die Ziehung der Lottozahlen, sondern das ist der Code, den Sie bitte eingeben, um an unserer Abfrage teilzunehmen. Und es geht schon los. Ich sehe die ersten Antworten schon. Also die Frage ist hier an der Stelle, wie viele Service-Mitarbeiter haben Sie denn klassischerweise am Telefon, an der Hotline? Wie viele Service-Mitarbeiter haben Sie typischerweise im Außendienst? Ich lasse Ihnen noch ein bisschen Zeit. Wir haben erst fünf Abstimmungen. Ich habe gesehen, wir haben über 200 Leute in der Session. Insofern bitte ich Sie, kommen Sie rein, geben Sie uns einfach mal hier Ihre Werte an. Also wie viele Mitarbeiter haben Sie im Außendienst? Wie viele Mitarbeiter haben Sie am Telefon? Ich lasse das noch ganz kurz laufen. Nochmal ganz kurz der Link www.menti.com und der Code ist die 9995238. Und das sieht schon sehr spannend aus. Also wir nähern uns hier jetzt einem bestimmten Durchschnittswert. Wir haben 26, 27 Abstimmungen schon. Das ist super. Machen Sie noch mit. Wir warten noch ganz kurz. Jetzt, wo alle drin sind, geht es dann auch gleich schneller in den Folgeabstimmungen. Sehr gut. Wir sind schon über 30. Sagen Sie uns, wie viele Service-Mitarbeiter haben Sie typischerweise im Außendienst und am Telefon? So, und ich glaube, jetzt sind wir schon bei 35. Das ist eine ganz gute Option. 37, 39. Oh, jetzt warte ich doch noch eine Sekunde. Drücken noch ein paar drauf. Genau, die 40 müssen wir schaffen. Die 40 müssen wir Ja. schaffen. Ja, da sind die 40. Ich würde sagen, dann mache ich mal ganz kurz einen Screenshot von der Zahl.
Und Sven, du gehst dann bitte auf den nächsten Slot, weil die nächste Frage ist dann an dieser Stelle, wie viel Prozent Ihrer Service-Mitarbeiter bearbeiten Servicefälle beziehungsweise sind im Troubleshooting tätig? Also die Frage, um sie ein bisschen zu spezifizieren, typischerweise hat man ja in der Service-Organisation auch Ersatzteilgeschäft und andere Aufgaben und Tätigkeiten. Deshalb ist unsere Frage hier, was sagen Sie, wie viel Prozent der Mitarbeiter in Ihrer Service-Organisation sind wirklich täglich damit beschäftigt, Servicefälle und Troubleshooting zu bearbeiten? Und auch hier pegelt sich so langsam eine Zahl ein. Wir haben schon 24, sehr gut. Das ist eine Zahl, die mich überrascht. Ich hätte es ein bisschen niedriger angesetzt. Sven und ich haben das vorher durchgegangen, haben gedacht, werden wir in einem anderen Niveau liegen. Aber das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also Sie sagen, wie Sie hier teilnehmen, dass ungefähr 71,5% Ihrer Service-Mitarbeiter sind hier im Service und im Troubleshooting. Auch hier mache ich gerade mal einen Screenshot. Sven, dann kannst du auch auf die nächste Frage überwechseln. Und diese Frage, die wir Ihnen jetzt stellen, ist, wie viel Prozent Ihrer Zeit verbringen Ihre Service-Mitarbeiter mit Recherchetätigkeiten im Rahmen von Servicefällen? Also ganz konkret, wenn ein Servicetechniker vor Ort ist, hat wirklich ein komplexes Problem, was glauben Sie, wie viel Prozent der Zeit ist der mit typischer Recherche, um überhaupt das Problem zu identifizieren, beschäftigt? Also was denken Sie, wie lange braucht der? Wir haben das jetzt mal im Average genommen. Wir glauben, dass in der Hotline die Recherche vielleicht nicht ganz so lange dauert, eine andere Art natürlich auch hat. Aber auch hier nochmal die Frage, wie viel Prozent Ihrer Zeit verbringen Ihre Service-Mitarbeiter mit Recherchetätigkeiten im Rahmen von Servicefällen? Und wir sind schon wieder bei 34. Noch ein bisschen höher, also nicht höher die Prozentzahl, sondern höher die Anzahl der Teilnehmer. Auch hier die Prozentzahl, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Sehr spannend. Wir haben jetzt gleich noch einer, dann haben wir die 40, hier haben wir die 40 erreicht. Ich werde hier auch nochmal einen Screenshot nehmen und dann können wir weitermachen. Sie werden von uns das Ergebnis am Ende der Session auch nochmal präsentiert bekommen und insofern, Sven, übergebe ich mal an dich. Genau, spannende Zahlen. Derjenige, der jetzt hier eigentlich arbeiten muss, bist du, Erik, nämlich diese Zahlen verarbeiten. Ich bin gespannt. Ja, du hattest ein paar Stichworte vorhin erwähnt, nämlich Erwartungen von Kunden ändern sich, Kundenzufriedenheit, Wissen und genau mit den Themen beschäftigen wir uns eigentlich in Empolis Service Express. Service Express selber besteht aus einer ganzen Reihe an verschiedenen Modulen, die entweder einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden können. Angefangen beim zentralen Wissensportal, Industrial Analytics, der geführten Fehlersuche, der Möglichkeit, auch im Außendienst stets auf die aktuellsten Informationen zuzugreifen, auch offline. Und natürlich auch Wissen zurück in die Organisation, Erfahrungen zurück in die Organisation zu spiegeln. Und wir möchten Ihnen jetzt wirklich nur punktuell zeigen, wie und wo Service Express unterstützt, indem wir es dem Anwender einfach machen, relevante Informationen zu finden, aber auch kontinuierlich neues Wissen, Erfahrungswissen zurück zu spiegeln. Und das Ganze möchten wir am Beispiel von Schneider Heavy Tools machen. Das ist mittlerweile ein berühmtes Unternehmen hier, glaube ich, in dem Forum. Das haben Sie heute Morgen kennengelernt in der Keynote von Erik und Andreas. Und Schneider Heavy Tools hat sich bereits vor einigen Jahren, unser Beispielkunde, entschieden, sich zu digitalisieren und unter anderem Service Express einzusetzen. Und wie die Kollegen von Schneider Heavy Tools das Tool jetzt einsetzen und nutzen und wo es Mehrwert erzeugt, das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Wir haben nämlich auf der einen Seite die Kunden von Schneider Heavy Tools, das ist in dem Fall die Bau AG, die eine Reihe von Baumaschinen ausgeliehen hat beziehungsweise verwendet auf einer Baustelle. Und der Karl hat da ein ganz konkretes Problem und wendet sich in dem Fall, weil Stillstand auf der Baustelle ist immer ein Problem, wendet sich an
Klaus, der ein Mitarbeiter im Kundenservice bei Schneider Heavy Tools ist. Und der Klaus hilft ihm weiter, indem er das Problem von Karl natürlich versucht zu lösen auf der einen Seite. Und wie gesagt, auf der anderen Seite geht es darum, auch die Erfahrungen, die der Klaus dann in diesem konkreten Szenario macht, auch zurückzuspiegeln und seinen Kollegen zur Verfügung zu stellen. Und wo Service Express genau unterstützt, das wollen wir Ihnen jetzt wirklich an einzelnen Beispielen zeigen. Angefangen oder die generelle Voraussetzung ist ja überhaupt erstmal, dass Klaus als Service-Mitarbeiter Zugriff auf die relevanten Informationen hat, aber dann natürlich auch, dass es ihm einfach gemacht wird, Informationen überhaupt erstmal zu finden, Zusammenhänge zu erkennen und das nach Möglichkeit auch da, also in den Tools, in denen er arbeitet, also durch eine geeignete Workplace-Integration. Falls Klaus dann doch zum Kunden, also zum Karl, auf die Baustelle muss, dann ist es natürlich höchst sinnvoll, wenn Klaus das Wissen, das er benötigt, auch irgendwie dort auf der Baustelle zur Verfügung hat, eventuell auch offline. Wir leben ja in Deutschland. Und wie gesagt, zurückführen, die Erfahrungen ist ein wichtiger Punkt, weil davon lebt so ein Tool. Nur wenn das entsprechende Wissen in diesem Tool verfügbar ist und abrufbar ist, dann haben wir auch eine entsprechende Akzeptanz. Und im Idealfall hat irgendwann der Karl auch mal die Möglichkeit, sich selber dieses Wissen auch entsprechend abzurufen, also über ein Self-Service-Portal beispielsweise, wo er dann rund um die Uhr Zugriff auf dieses Wissen hat. So, diese Beispiele möchten wir Ihnen jetzt kurz vorstellen. Der erste Punkt, das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren irgendwie nicht ändern können, ist, dass Wissen verteilt ist in Organisationen. Sei es auf irgendwelchen File-Shares, in SharePoint, in ERP-Systemen, in Tickets, in E-Mails, in Ersatzteilkatalogen. Ich könnte die Liste jetzt beliebig fortführen. Und das ist ein ganz reales Problem von Klaus, weil in der Regel muss er in diesen unterschiedlichen Systemen sich diese Informationen zusammensuchen. Und das adressieren wir mit Service Express, indem wir ihm auf einen einheitlichen, konsistenten Zugriff auf diese in den verschiedenen Systemen verteilt liegenden Informationen geben. Also einfacher geht es an der Stelle nicht. Natürlich berücksichtigen wir da Rollen und Rechte. Nicht jeder darf alles lesen. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, ein Zugang sollte nach Möglichkeit dann auch mobil und offline möglich sein auf diese Daten. Also das ist erstmal überhaupt die Basis, einen Zugriff zu bieten auf diese verteilt liegenden Informationen. Der zweite Punkt ist, wie findet dann Klaus überhaupt die relevanten Informationen? Und oftmals ist es ja so, dass ich mir bestimmte Begriffe einfach zusammenkopiere. Vielleicht steht da irgendwie was in der E-Mail. Und in dem Fall ist es so, dass ich hier zum Beispiel diesen R9250, das ist ein Bagger, kopiert habe und diese Informationen einfach in das Suchfeld von Service Express kopiere. Und das Schöne ist, dass unsere KI-basierte Suche in der Lage ist, mit diesen minimalen Informationen eine optimale Unterstützung zu bieten. Weil man sieht es hier sehr schön, dieses R9250 wird korrekt als ein Produkt klassifiziert und auch dieses kryptische E504 wird als entsprechende Fehlermeldung identifiziert und kategorisiert. In einem zweiten Beispiel tippt der Klaus etwas ein und erhält aufgrund der Autovervollständigung die entsprechenden Informationen, eigentlich ähnlich wie in dem vorangegangenen Beispiel angezeigt. Das Interessante hier ist, dass er, nachdem er diese Werte entweder ausgewählt hat oder eingetippt hat, sich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen kann und selber entscheiden kann, welche Begriffe er beispielsweise als Filter setzen möchte, um die Ergebnismenge einzugrenzen. Und das ist ja oftmals so, dass man so eine Suchanfrage, wir kennen das alle, nachjustiert und versucht, Schwerpunkte zu setzen. Und das ist hier
glaube ich, sehr, sehr schön gelöst, weil er ja letztendlich die Werte, die er als Filter hier setzen möchte oder nicht als Filter setzen möchte, einfach nur auswählen braucht. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die Variante über unsere Facetten, über die Navigation, sich die entsprechenden Werte zusammenzusuchen. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man sich mit dem Produktkatalog beispielsweise nicht so gut auskennt oder generell mal durch die Informationen navigieren möchte. Und selbstverständlich funktioniert das auch in Kombination, also Suche und Navigation. Und ich glaube, das ist optimal, dass es diese unterschiedlichen Varianten gibt, sich diese Informationen zu suchen, weil der Klaus, also je nachdem welcher Klaus es ist, optimal abgeholt wird und unterschiedliche Möglichkeiten hat, sich diese Informationen dann zusammenzusuchen. Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext ist unser Knowledge Panel. Das heißt, der Klaus hat Fragen zum Produkt Liebherr R9250 in dem Fall. Es geht um einen Ersatzteil. Hier erhält er erstmal kurz Zusatzinformationen, aber auch die, das ist jetzt ein bisschen dünn, aber auch einen Überblick über die Komponenten. In dem Fall sieht er, dass das Ersatzteil, das da benötigt wird, nicht auf Lager ist. Deswegen wählt er ein Ersatzprodukt. Er sieht hier, das sind zwei Teile noch auf Lager und kann dann hier direkt auf die Kundenbetreuer, auf die Telefonnummern, auf die Anschriften der Kundenbetreuer von diesem Hersteller dann zugreifen. Das Interessante ist hier, dass man sich jederzeit Zusatzinformationen einblenden lassen kann, die auf Basis unseres Knowledge-Graphen dann hier auch angezeigt werden können. Also eine schöne Art und Weise, wie man Zusatzinformationen und Zusammenhänge verdeutlichen kann. Über Zusammenhänge sprechen wir auch, wenn wir über verwandte Themen reden. Oftmals ist es ja so, dass man beispielsweise eine Betriebsanleitung öffnet, dort Informationen findet und dann aber auf weiterführende Inhalte angewiesen ist. Beispielsweise, wie tausche ich denn jetzt ein Öl aus? Und das ist in dem Beispiel hier in einer Anleitung hinterlegt und selbstverständlich kann ich auch zurückgehen, dann wiederum auf das Ursprungsdokument. Das Interessante hier ist, dass ich diese verwandten Themen immer an der entsprechenden Stelle im Zugriff habe, ohne dann nochmal eine Suche ausführen zu müssen, sondern ich kann mich wirklich durch diese verwandten Themen navigieren und mir die Informationen zusammenklicken, die ich benötige, um das Ursprungsproblem von dem Karl, von der Bau AG zu lösen. Ja, die Workplace-Integration ist, glaube ich, eine extrem spannende Geschichte. Die Informationen wirklich im Kontext bereitstellen. Hier hat mir jemand eine Anfrage gestellt. Da wird ein Datenblatt beispielsweise benötigt zu einem Turmdrehkran. Und der Kontext, in dem diese E-Mail geschrieben wird, wird automatisch hier in dieser Workplace-Integration an Service Express übergeben. Das heißt, ich als Bearbeiter oder der Klaus in dem Fall als Bearbeiter muss sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Das heißt, dass in Service Express werden die relevanten Informationen, in dem Fall ist das das Produkt und die Informationen, also das Datenblatt, automatisch erkannt und übertragen. Selbstverständlich kann der Klaus das dann auch ergänzen, so wie man das hier in dem Beispiel auch sieht, indem er einen Filter dann beispielsweise auf das Produkt und die konkrete Information dann setzt. Und am Ende bleibt ein Dokument dann in diesem Beispiel übrig und ein Link kann generiert werden und das kann da entsprechend dann reinkopiert werden. Also eine optimale Integration, wie wir sie hier sehen. So ein Schweizer Taschenmesser wünscht sich, glaube ich, jeder, insbesondere dann, wenn ich oder wenn der Klaus vor Ort beim Kunden ist, wirklich alle Informationen dann dort auch parat zu haben. Das ist insbesondere dann praktisch,
Oftmals ist es ja so, dass der Klaus da wenig Platz auch zur Verfügung hat, sei es, dass er irgendwo in einem Schacht ist oder in einem Keller oder in einem Maschinenraum. Dann ist es natürlich interessant, diese Informationen auch auf kleineren Geräten zur Verfügung gestellt zu bekommen, auf Smartphones beispielsweise. Für diesen Fall bieten wir native Apps an, aktuell für iOS und für Windows, demnächst dann auch für Android. Mit Hilfe dieser Apps ist es möglich, diesen Zugriff auf die aktuellsten Informationen immer sicherzustellen und das Ganze auch offline. Das heißt also, die Daten synchronisieren, sodass sie mir auch in diesen abgeschiedenen Räumen zur Verfügung stehen, wo ich eventuell mal keinen Internetzugang habe. Eine weitere Option in den Service-Apps ist, dass ich auch darüber sehr, sehr einfach Wissen teilen kann. Das schauen wir uns gleich an. Weil es ist ja zum einen wichtig, überhaupt erstmal Zugriff auf die Daten zu erhalten, die erforderlich sind, um so ein Problem zu lösen. Das ist essentiell. Aber so ein System verliert auch schnell an Attraktivität, wenn nicht die richtigen Informationen dann dort zur Verfügung stehen. Und mit Service Express bieten wir zum einen die Variante an, dass der Klaus seine Erfahrungen teilen kann über unsere Field Service Apps. Aber ich habe es jetzt hier mal genannt, Klaus und die Crowd, so wie wir das heute Morgen in der Keynote gesehen haben, über unsere Chat-App auch direkt Erfahrungen gemeinsam sammeln können und diese Erfahrungen dann jeweils auch teilen können. Das geht entweder direkt, indem diese Informationen in unser Portal einfließen oder dass quasi über den Umweg entsprechend, dass diese Inhalte, dieses Wissen, diese Erfahrung dann auch formal freigegeben werden. Da gibt es also unterschiedliche Varianten, die wir da zur Verfügung stellen. Und zuletzt, im Idealfall ist es natürlich so, dass der Karl gar nicht mehr den Klaus kontaktieren muss, sondern sich tatsächlich alle Informationen, wie gesagt, Rollen- und Rechte basiert, selbstständig zusammensuchen kann. Und das funktioniert auch, das ist optimal, weil wir halt diese unterschiedlichen Zugänge zu dem Wissen dann dort zur Verfügung stellen, zum Beispiel mit dieser einfachen Suche mit dem Knowledge Panel, also sehr interessante und variantenreiche Unterstützung, die wir da an der Stelle anbieten. So, ich hoffe, ich habe jetzt lange genug, Zeit benötigt, um Erik auch Zeit zu lassen, unsere Umfrageergebnisse zu verarbeiten. Die Hochrechnungen aus dem Wahlstudio hier in Kaiserslautern sind da. Grüße nach München. Sven, du kannst vielleicht ganz kurz die Präsentation aufmachen. Ich habe schon alles reingehängt. Ich habe das jetzt mal zwischenzeitlich ausgewertet und das will ich noch ganz schnell Ihnen auch mal vorstellen. Sven öffnet mal die erste Folie. Ich starte mal mit einem Gartner-Statement. Gartner kennen Sie wahrscheinlich, das führende Analystenhaus weltweit. Und jetzt hast du die Folie rausgenommen, Sven. Gartner sagt an der Stelle, Delivering relevant content and knowledge to customers is key to great customer service. Also das ist eine ganz neue Studie vom Dezember 19. Also der Knowledge ist der Schlüssel für guten Kundenservice. Und die Frage ist von uns, lohnt sich das überhaupt? Gartner geht hier davon aus, dass ein typischer Service-Mitarbeiter 20% der Zeit für, wir haben das Recherche genannt, Problem verstehen, Suchen der richtigen Informationen und Antwort verbringt. Wenn wir mal eine Folie weitergehen, nochmal ganz schnell, was Sie gemeldet hatten. Wir haben also in der Mentimeter-Abfrage 105 sozusagen Hotline-Support-Mitarbeiter, 180 im Außendienst. Nochmal eins weiter. Die Rückmeldung war, dass 71% der Mitarbeiter typischerweise mit Servicefällen und Troubleshooting beschäftigt sind. Und noch eins weiter bitte. Und das ist die Zahl, die auch Gartner anders sieht. Wie viel Prozent ihrer Zeit verbringen diese Mitarbeiter mit Recherchetätigkeit? Das war jetzt hier in der Umfrage sogar höher. Ich habe dazu jetzt mal eine ROI oder eine Betriebswirtschaftlichkeitsrechnung angestellt. Sie sehen jetzt die roten Felder rechts, das sind also die zurückgemeldeten Zahlen. Wir reden also von 181 Servicetechnikern,
von 105 Hotline- und Partnerstrukturnutzer, also jetzt hier Hotline am Telefon primär. Und wir haben jetzt hier eine relativ hohe Zahl von Servicefällen und Troubleshooting, 71%, das sind Ihre Angaben. Und früher hatte ich hier 20%, wie Gartner sagt, stehen. Da waren Sie jetzt sogar noch ein Stück höher mit 33%. Und jetzt haben wir mal verschiedene Faktoren angenommen. Vielleicht wichtig noch zu merken ist, Kosten pro Servicetechniker haben wir jetzt mal 75 Euro Average genommen, pro Sales Agent, pro Support Agent 50 Euro. Das kann man aber beliebig anpassen. So, und was ist jetzt das Ergebnis? Und das ist sehr, sehr spannend. Wenn man das für diese zwei Gruppen ausrechnet und sich auf diesen Report bezieht, dann sehen Sie, dass Ihre Servicetechniker durchschnittlich 158 Minuten pro Tag mit Recherchetätigkeit verbringen. Wir haben das jetzt auch mal für die Hotline-Mitarbeiter angenommen. Jetzt haben wir gesagt, wenn wir diese Recherchetätigkeit nur um 25%, also wirklich nur um ein Viertel beschleunigen, vielleicht beim Support ein bisschen schneller, weil die haben vielleicht nicht ganz so komplexe Fälle, da geht es in der Regel dann auch ein bisschen schneller, dann kommen wir auf eine Optimierung, eine Verkürzung der Recherchetätigkeit pro Mitarbeiter und Tag auf 40 Minuten, also um 40 Minuten beziehungsweise 48 Minuten. Wenn wir diese 48 und 40 Minuten zugrunde legen, dann sparen wir an Stunden über alle Mitarbeiter pro Tag 85 beziehungsweise 59 Stunden. Und wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, sind das 18.000 und 12.000 Stunden. Das heißt, multipliziert mit 52 Arbeitswochen und den oben angegebenen Kostensätze von 75 und 50 Euro, kommen wir hier auf ein Einsparungspotenzial von gut 2 Millionen Euro. Jetzt können Sie die Zahlen noch ein bisschen runterrechnen. Sie machen 20%, Sie optimieren weniger. Fakt ist, es lohnt sich. Ja, und wie wir Ihnen das gerne auch zeigen möchten, dass sich das nicht nur betriebswirtschaftlich lohnt, sondern dass das auch verdammt schnell geht, diesen Schatz zu heben, diese Wertschöpfung zu heben, da möchte ich nochmal auf meinen Kollegen Patrick Sand hinweisen, der ja diesen Vortrag, Ihr zentrales Serviceportal, in nur 60 Minuten hat. Schauen Sie sich den auf jeden Fall an. Das ist morgen eine Hands-on-Session von Patrick. Da zeigt er Ihnen, wie man das machen kann, und Sie können sich auch noch anmelden für unsere Aktion, wo Sie in einer Stunde sofort Ihr eigenes Portal anlegen und den ersten Schritt zu den 2 Millionen gemacht haben. Insofern, ich sehe, die Ursula guckt schon ganz gespannt. Das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen. Vielen Dank. Absolut. Ihr auch.